26. Juni 2023. Wir sind in San Gimignano in der wunderschönen Toskana. Neben mir steht der Jasper. Hallo Jasper. Moin Moin, hi. Stell dich mal vor und stell mal dein Produkt vor. Du hast hier was ganz, ganz Neuartiges geschaffen. Moin, mein Name ist Jasper, ich bin einer der Gründer von Revotion und wir machen Camper und Boote smart. Was das eben bedeutet, dass wir eben Fahrzeuge, die es schon gibt, wie in dem Fall von Ahorn, mit digitaler Steuerungstechnik ausstatten, die eben wirklich von einem anderen Jahrzehnt ist, sage ich jetzt mal, und womit wir wirklich jetzt die Campingbranche revolutionieren möchten. Das bedeutet wirklich, alles wird in einem System zusammengeführt, alles, was man irgendwie steuern kann, alle Systeme, die es, oder alle Geräte, die schon an Bord sind, die es eh schon gibt, werden einfach zusammengefasst. Wir wollen nichts komplizierter machen, sondern einfach den Campingurlaub einfacher. Also ein Smart Home auf Rädern sozusagen. Das ganz kurz und knapp, fasst es zusammen. Okay, also damit kann ich mein Fahrzeug auch mit Apps steuern, aber wir gehen einfach mal, wir schauen uns das Fahrzeug mal genauer an. Also wir haben hier ein Fahrzeug von Ahorn Camp. Eigentlich habt ihr das so in der Basisausstattung gekauft und dann für eure Bedürfnisse ausgestattet. Genau, also wir haben im Endeffekt draußen gar nicht mal so viel gemacht. Das ist alles serienmäßig von Ahorn, das ist aus einer Kooperation entstanden. Bis auf die Beklebung. Genau, da wollten wir einfach mal was Extravagantes wagen und benutzen das auch selber so ein bisschen als Show-Fahrzeug sozusagen und touren damit auf Campingplätzen rum, auf verschiedenen Messen. Aber die wirkliche Magie passiert nämlich innen drin und das, was man teilweise auch gar nicht sehen kann, weil alles relativ versteckt ist. Aber die wirkliche Magie ist das, was es am Ende kann. Gut, dann präsentier uns doch mal, was das Ganze kann. Genau, lass uns gleich mal reingehen. Nach dir. Du zückst schon dein Handy. Du willst bestimmt eine App zeigen. Habt ihr auch die App selbst entwickelt? Komplett. Wir haben alles selber entwickelt. Und zwar von Hardware hin zu der App und auch die Software, die auf den Modulen läuft. Also im Endeffekt, hier sieht man jetzt, das ist das große Bedienpanel. Hier ist wirklich alles drauf. Das heißt, hier hat man zum Beispiel die komplette Energieversorgung, wo man wirklich auf den ersten Blick sieht, okay, wie viel Prozent ist noch in der Batterie, überhaupt eine Prozentzahl zu haben, schon ist nicht Standard leider. Mhm. Und dann haben wir hier uns was Cooles überlegt, und zwar, wo man nämlich genau sehen kann, woher der Strom kommt und wohin er fließt. Total kinderleicht, das heißt, wir haben jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach und gerade da ist ein bisschen immer so, man rüstet das gerne nach, gerade jetzt in der Zeit wird gerne Solaranlage nachgerüstet. Aber viele sind dann immer so ein bisschen, okay, was passiert da jetzt wirklich? Spürt man überhaupt einen Effekt? Und hier kann man es sehr, sehr plastisch anzeigen sozusagen. Hier sieht man genau, wo was reinkommt, wo was rausgeht. Ne? Wir sehen jetzt gerade 6 Watt kommen von der Solaranlage rein. Das hat den Hintergrund, dass wir gerade im Schatten stehen und 155 Verbrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel das LED-Licht ausmache, sieht man, wie das runtergeht, direkt 50 Watt weniger. Mhm. Und so kann man auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen spielerisch, dass man jetzt sagen kann, okay, da mache ich noch das Licht, da mache ich noch das Licht aus. Gut, Kühlschrank sollte man vielleicht noch anlassen, aber dann habe ich schon wieder den Verbrauch reduziert. Ja. Auf der Seite hier sieht man dann zum Beispiel, okay, die Restzeit hat sich dramatisch verlängert von, wenn ich jetzt mal wieder alles anmache hier, 3 Tage hin zu 2 Tage. Mhm. Wahrscheinlich noch ein bisschen. Also obwohl es LED-Lichter sind, die verbrauchen dann doch ein bisschen Strom hier. Alles verbraucht immer irgendwie ein bisschen Strom und wir können es halt dadurch anzeigen. Man sieht, das Blöde bei Strom ist immer so ein bisschen, man sieht es ja nicht. Man riecht es nicht, man sieht es nicht, man schmeckt es vielleicht ein bisschen, wenn man mal an die Kontakte kommt. Nein, dann aber genau. Aber ansonsten hat man kaum eine Möglichkeit, Strom zu visualisieren. Und vor allem, was uns wichtig ist, so einfach wie möglich, weil niemand hat Bock, irgendwie Elektrotechnik zu studieren, um Camper zu benutzen. Weil letztlich geht es darum, dass wir uns eigentlich nicht im Fahrzeug aufhalten, sondern halt draußen in der Natur. Und was halt auch dafür spricht, ist einfach die Übersichtlichkeit, ne? Weil es gibt teilweise Systeme, man kennt gewisse China-Apps, die zwar Gutes wollen, aber die sind allein schon von der Oberfläche her so unübersichtlich. Und hier muss ich sagen, ich bin ja Mediengestalterin, kenne mich da ein bisschen aus. Alles schön übersichtlich, mir gefallen die Icons sehr gut. Und ja, wie du sagst, man kriegt da Lust, auch mal ein bisschen drauf rumzudrücken und einfach zu experimentieren. Mach gerne mal. Man hat da so die Schaltzentrale. Das heißt, wenn man das Fahrzeug verlässt, kann man einfach diese Knöpfchen hier drücken, muss nicht noch irgendwo hier und da checken. Genau.
Also was mir in den Fingern juckt, ist natürlich das hier. Ne? Das ist die Spielerei schlechthin. Ich glaube, das hast du mittlerweile auch in jedem Neuwagen, dass du dir hier dein individuelles Farbschema... So ein bisschen Ambientelicht. Genau, dann haben wir noch Frischwasser, wenn ich da drauf gehe. Mhm. Ja, sieht man, wow, krass. Genau, beim Frischwasser ist es so, wir benutzen Sensoren von Votronic und die sind halt extrem genau im Vergleich zu denen, die halt so werkseitig eingebaut werden. Und da können wir wirklich auf den Prozent genau das anzeigen und vor allem, wir rechnen das auch immer direkt aus in Liter. Das heißt, in dem Fall ist es jetzt einfacher, weil Ahorn hat einen 100-Liter-Tank, das heißt, es ist immer die gleiche Zahl sozusagen. Das kriegt sogar ich hin. aber in vielen Fällen ist es dann eine krumme Zahl und dann kann man wirklich mal die Literzahl ausrechnen. Und das Schöne ist, dann kann man sich so ein bisschen gegenseitig kontrollieren, wer wie viel beim Duschen verbraucht hat und so. Und kann das wirklich dann 1:1 hochzählen sehen, wenn man jetzt Wasser anmacht, dass es praktisch aus dem Frischwasser rausgeht und aus dem Grauwasser dann hoch. Und so kann man das wirklich sehr, 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 sehr gut sehen, weil gerade auch Wasser ist halt eine endliche Ressource beim Camping. Ja. Und das ist halt wichtig, dass man da genau weiß, wann es leer ist. Oder auch voll. Genau, dann drücke ich mal noch ein paar Knöpfchen. Was haben wir hier zum Beispiel? Hier sehe ich meinen Standort, meine Geschwindigkeit natürlich auch, wenn ich denn fahre. Mhm. Also, genau, wir haben GPS mit an Bord. Das heißt, wir haben nicht nur die genaue Position, wir haben sogar die Höhe, was ganz interessant ist. Und wenn man halt fährt, auch die Geschwindigkeit. Das kam tatsächlich so ein bisschen eher aus dem Bootsbereich, dadurch, dass man das halt wirklich als Fahrinstrument benutzt. Mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass das ja im Endeffekt eine Android-App ist, kann es einige Navigationsgeräte geben, die auf Android basieren, die dann auch vorne angezeigt werden. Und dann wird es richtig interessant, weil man dann sich wirklich anzeigen kann, das so ein bisschen als Fahrinstrument auch benutzen kann. Und wie ist das, wenn ich das Ganze, du hast schon gesagt, ich kann im Prinzip mein Wohnmobil komplett nachrüsten mit diesem System. Wie funktioniert das? Es müssen doch sicher Sensoren im Wassertank zum Beispiel eingebaut werden. Es müssen hier und da weitere Sensoren eingebaut werden. Wie lange dauert das, wenn ich mein Fahrzeug zu euch bringen würde und sage jetzt so, stattet mir das jetzt mal bitte ganz aus. Mhm. Wie lange dauert das? Was kostet mich das eventuell? Also das Schöne ist, hinter jedem dieser Widgets, nennen wir das, also diese Kacheln, die man im Endeffekt auch komplett umschieben kann. Also jeder kann, das ist nicht von uns festgelegt, sondern jeder kann sich seine Benutzeroberfläche selber erstellen sozusagen. Ja. Hinter all diesen Geräten, die hier zu sehen sind, steckt auch irgendwo ein Modul in diesem Fahrzeug. Mhm. Das heißt, wir haben das so ein bisschen wie im Smart Home gemacht, dass man eben wie so eine smarte Steckdose, die man vor die Lampen schaltet. Mhm. So haben wir auch so kleine Module, kann ich gleich mal zeigen, überall im Fahrzeug verteilt. Und im Endeffekt, man kann es selber nachrüsten. Es ist dafür auf jeden Fall auch gedacht. Ich sag mal so, das ist so ein schönes Wochenendsprojekt. Und das Coole ist, man kann eben mit ein, zwei Sachen anfangen. Man kann sagen, okay, mich stört zum Beispiel, dass ich die Wasserpumpe immer nur von einem Ort aus anmachen kann. Ich möchte die auch vom Handy machen können oder wie auch immer. Also jeder kann sich halt seine Funktionen da irgendwie rauspicken. Oder ich möchte nur den Frischwasser mir mal richtig schön anzeigen lassen und so weiter. Jeder kann seine Funktionen rauspicken und die dann halt eben smart machen oder man macht halt komplett Paket. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast schon gesagt, du bist Camper und dir hat irgendwas gefehlt. Oder? Genau, also im Endeffekt tatsächlich kam das auch eher aus dem Bootsbereich. Mhm. Und zwar habe ich das Boot von meinen Eltern restauriert. Okay. Und da war im Endeffekt die Problematik, da war dann irgendwann alles neu und alles frisch beledert und so weiter. Aber halt kein Steuerungssystem. Mhm. Und das war auch die Zeit, wo ich dann mit meinem Co-Founder zusammengekommen bin und wir uns einfach mal so ein bisschen was überlegt haben, was man da irgendwie machen kann. Weil das, was es schon gab, hat uns halt nicht gereicht. Ja. Und da dachten wir halt auch, wir kamen halt dann so ein bisschen, natürlich auch Digitalnomaden und so, man kennt es ja bereits aus anderen Branchen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, das möchten wir verändern und damit möchten wir jetzt auch die Branche verändern. Ja, und euer Ziel ist, dass sowas vielleicht auch mal Serienausstattung wird in Wohnmobilen. Genau, für Hersteller hat es tatsächlich auch produktionstechnisch ein paar Vorteile. Das geht dann schon ein bisschen technisch in die Tiefen. Mhm. Aber deswegen ist das ein sehr, sehr realistisches Ziel, da über die nächsten Jahre wirklich das als Serie zu machen, weil es eben auch einfach der einfachste Weg für einen Camper ist. Mhm. Ja, und das ist ein normales iPad oder Tablet? Das ist jetzt in dem Fall ist es ein Tablet. Auch das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Wir geben kein Display vor, sondern im Endeffekt das Display ist einfach eine App,
die auf entweder Android oder Apple läuft. Ach so. Und okay. So geben wir halt jedem Kunden die Freiheit, wie er das Display steuern möchte oder wie er das System steuern möchte. Manche Leute brauchen zum Beispiel nur ein Handy. Manche Leute haben schon ein iPad, sind ein bisschen Apple verwöhnt. Mhm. Die möchten dann halt ein iPad da hängen haben. Manche haben auch schon irgendwie ein altes Display irgendwie rumfliegen. Und das kann man dann halt auch deswegen halt benutzen. Und so kann man halt sich verschiedenste Größen, verschiedenste Arten sozusagen benutzen dafür. Und aktuell, wenn ich mein Fahrzeug nachrüsten will, wo muss ich dann hin? Zu euch? Nicht direkt zu uns. Wir arbeiten mit Partnerwerkstätten zusammen. Mhm. Da bauen wir auch gerade unser Partnernetzwerk aus. Da am besten einfach auf unsere Website kommen oder uns einfach direkt anschreiben. Okay. Ja, gibt es uns noch im Innenraum irgendwas, was du uns zeigen kannst, was mit dieser App oder mit der ich mit kann dem System mal kurz, verbunden ist? Ich kann mal kurz schauen hier. Weil ansonsten, ja, haben wir ja schon gesagt, es ist ein Van von Aaron Camp. Weißt du das genaue Modell? Van 620 ist das. Also Van der lange. 620. Also, wer sich für das Modell interessiert, wir können ja später noch einen kurzen Rundgang machen, aber ja, deshalb. Genau, hier sieht man jetzt den Wassertank. Und was wir gemacht haben, ist hier den Sensor eingebaut. Das ist der von Votronic, der ist komplett sozusagen von der Stange, den kann man so kaufen. Und was wir gemacht haben, wir haben eben ein Modul dafür gebaut, nämlich die Node Level, Füllstandsmodul. Und das schließt sich im Endeffekt direkt hier an. Und so kann man im Endeffekt dann, hier das ist noch ein Temperaturmodul, wo dann zum Beispiel Innenraumtemperatur dran ist, Wassertemperatur. Und das Coole ist wirklich, hier geht der Strom einmal komplett durch. Und man braucht keine Buskabel, die man verlegen muss. Man muss im Endeffekt einfach nur irgendwo Strom suchen. Irgendwo im Fahrzeug muss halt irgendwo 12 Volt sein. Und dann kann man halt so ein Modul zwischenklemmen und dann halt die entweder Sensoren oder Aktoren anschließen. Also eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist machbar auf jeden Fall. Also ich bin selber auch nicht so der Techniker tatsächlich. Deswegen habe ich ja das Ganze mit Tim gegründet. Der ist nämlich Elektrotechniker. Und deswegen hatte ich da auch immer sehr viel Respekt vor, aber je tiefer man da reinkommt, Strom ist im Endeffekt auch nur plus minus und das kriegt man hin. Und wie lange habt ihr für die Entwicklung gebraucht? So von der Idee bis zum fertigen Produkt oder? Wir haben fast 3 Jahre jetzt gebraucht. Also wir haben 2020 gegründet, so ein bisschen diese typische Corona, man hatte so viel Zeit auf einmal und dann hat sich das eine und andere ergeben. Und seitdem entwickeln wir dran und wir werden zum Caravan-Salon dieses Jahr launchen. Haben da auch einen eigenen Stand tatsächlich. Also ihr wart bisher noch nicht irgendwie auf dem Markt mit dem, oder? Wir haben jetzt schon viele Projekte gemacht, die im Endeffekt schon in die Richtung gingen. Aber ich sag mal so wirklich offiziell wird es dann zum Caravan-Salon. Okay, das ist doch ein gutes Ziel. Caravan-Salon ist im August, September. Genau, ne? So Ende August, Anfang September. Ende August, Anfang September. Gut, also wer sich aber für das System interessiert, nenn nochmal deine Webseite und eventuell Kontaktdaten, falls ihr die habt. Genau, am besten einfach auf www.revotion.de und da könnt ihr euch das auch nochmal angucken, beziehungsweise im Kontaktformular könnt ihr auch euch direkt eine Beratungsstunde sozusagen per Terminkalender buchen. Das ist komplett kostenlos. Einfach, da könnt ihr über euer Projekt sprechen und unser Team wird dann sozusagen euch helfen, dabei zusammenzufinden. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich kann da im Prinzip jedes Fahrzeug, also jedes Wohnmobil bei euch vorstellen und ihr optimiert das Ganze. Ganz genau. Also völlig egal, ob jetzt Van, Alkoven, teilintegriert, vollintegriert, alles machbar. Absolut. Egal welcher Hersteller. Absolut. Ja. Gut. Das ist eben das Schöne, weil wir eben komplett unabhängig bleiben wollen. Ja. Sowohl von den Zubehörherstellern, dass wir eben jetzt nicht exklusiv sind für irgendjemanden oder eben auch, dass wir keinen Fahrzeughersteller exklusiv beliefern, sondern wir sind wirklich für den Endkunden und für das Lebensgefühl am Ende. Mhm. Und euer Ziel, irgendwann fest mit einem Hersteller zusammenzuarbeiten, dass das Ganze auch fest genau, da werden wird. Auch noch, da werden tatsächlich ein paar Sachen kommen. Mhm. Mal gucken, vielleicht zum Caravan-Salon kann ich da schon mehr verraten. Gut, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Wer sich das Ganze auch mal anschauen will, Caravan-Salon in Düsseldorf. Hast du noch die genauen Daten? Halle 13, Stand steht noch nicht genau fest. Mhm. Aber ansonsten wird bei Ahorn auf jeden Fall einer wieder stehen. Okay. Und tatsächlich noch bei vielen anderen. Wir haben, glaube ich, insgesamt 8 Fahrzeuge auf der Messe.
die mit dem System zumindest ausgerüstet sind. Sehr cool. Also wer sich das dann mal live anschauen möchte oder sich beraten lassen möchte, Caravan-Salon oder, ja gut, heute, wir veröffentlichen das Video etwas später, aber ja, du hast schon gesagt, ihr seid auch auf Messen, also auf Campingplätzen unterwegs hin und wieder und werdet ihr dann noch angesprochen, so nach dem Motto, was ist denn das eigentlich? Mit der Folierung jetzt auf jeden Fall, ja. Die ist ein bisschen auffälliger. Nee, das auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr polarisierendes Thema auch ein bisschen, aber das ist auch so ein bisschen unser Ziel, da wirklich die Pioniere von zu werden und das spüren die Leute auch und das ist auch ein gewisses Statement, was wir damit machen. Gut, super. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns auch auf dem Caravan-Salon. Ich denke, wir werden auch da sein. Und noch viel Spaß hier in der schönen Toskana. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank für euren Besuch und wir sehen uns. Ciao, ciao.